Furzkissen, okay. Aber das haben wir dann mitgenommen gehabt. Glibber haben wir noch ein bisschen was, aber wir brauchen mehr Holzklappen. Viel mehr Holzklappen. Ja, so ein Skeletron, das dauert dann schon etwas, bis man ihn dann erlegt hat. So, haben wir noch mehr Holz dabei? Wir haben noch mehr Holz dabei, würde ich sagen. Gehen wir jetzt hier erstmal wieder weiter basteln. Zack. So, die habe ich auf 7. Dann setzen wir jetzt hier noch ein bisschen was rüber. Die dicken Bäume da, die können wir gleich nochmal wegnehmen, denke ich. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Das ist aber doof. Lassen wir die Bäume da erstmal stehen. Ja, ja. So, so, Skeletron. Diesmal kriegen wir dich, aber ich habe das im Gefühl. Das muss diesmal einfach was werden. Sonst kriege ich einen Schreikrampf und fange an zu weinen oder so. Weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Das ist hier gerade... muss ich wieder aufpassen, was ich jetzt hier mache. Deswegen rede ich lieber etwas weniger. Nicht, dass ich jetzt hier gleich runterfalle und dann wieder hochfliegen muss. Na gut, kann dann eigentlich nicht viel passieren. Wir haben ja die Raketenstiefel, aber... es stört dann doch immer irgendwie ein bisschen, muss ich sagen. Da hinten kommt wieder so ein alter Gobbo-Krieger. Hallo, mein Freund. Da ist er und da geht er. Glibber haben wir auch wieder ein bisschen was. Dann können wir noch ein paar Flammenpfeile können wir gleich noch machen. Noch haben wir Zeit, aber das muss weg hier auf jeden Fall. Und das muss auch weg. So. Dann schalten wir wieder auf die 7 und bauen jetzt noch ein bisschen weiter hier. Dieses Ding. Ist auch gut, dass hier denn... wir könnten vielleicht sogar dann noch die Meteoriten noch reinknallen vielleicht. Aha, durch die Baumkronen kann man die Holzklappen also durchbauen. Gut zu wissen. Möchte ich noch mehr? Ich möchte noch mehr. Ich möchte auf jeden Fall noch mehr. Da machen wir mal die fertig. Dann möchte ich jetzt auch noch haben verfackeln. So, 21 Stück. Der muss auch weichen hier, der Baum. Na, du kommst auch noch mit. Das war gerade... oh, da hinten, da kommt jetzt hier die richtige Meute. Habt ihr alle schon Iron Man 3 gesehen? Ich war gestern in der Premiere. Grandioser Film, muss ich sagen. Nicht ganz so wie der erste und zweite Teil. Also, genauso gut, aber er ist anders. Also, das ist weniger Iron Man wie die Tony Stark Show. Muss ich sagen. Und das gefällt mir recht gut an dem Film, muss ich sagen. Ich sage heute ziemlich oft, muss ich sagen. Ja, ja. Das Alter. Oh, hier ist noch Eisen drin, das sieht er gerade. Das können wir auch gleich mal rauspulen da unten. Gott, wo kommt das denn jetzt hier? Angezogen hatte ich das Zeug und dann... ja, so, da haben wir noch mehr Glibber. Den hat er nicht getroffen, den hat er getroffen. So, dann bauen wir das jetzt noch bis hier drüben. Irgendwo bis wir da nicht mehr weiterkommen, weil das muss mir dann eben reichen. So, bis hier ist gut. Dann lassen wir das mal hier so drinne stehen. Jetzt hat der Tag erst gerade angefangen. Würde ich sagen, wir nehmen jetzt nochmal einen Kurs auf den Meteoriten. Versuchen da nochmal ein bisschen was rauszupulen. Ja, hast du dir so gedacht, dass du mich kriegst, mein Bester? Da sterbe ich doch lieber durch Fallschaden, anstatt dass du mich hier, ne? So. Lass mich ja nicht fressen hier. Das ist ja... so geht das ja mal nicht. Da sind meine Münzen, die ich eben verloren hatte zwischendurch.
So, jetzt bauen wir den Scheiß erstmal weg hier eben. Und dann müssten wir mal zusehen, dass wir mit den Holzklappen und Lehmblöcken gleich mal anfangen zu arbeiten hier, um das Erz hier rauszukramen. Ich möchte mir nämlich am liebsten eine komplette Meteoritenrüstung basteln. Da kommen die ganzen Viecher jetzt schon angeschissen hier gerade. Noch einer. So, jetzt möchte ich hier die Dinger erstmal so rausbekommen, damit ich hier mir Lehm wieder lang bauen kann. Wir brennen. Naja gut, jetzt nicht mehr, aber eben gerade. So, wo habe ich denn den Lehm- und Dreckblock-Scheiß? Da habe ich den Lehm- und Dreck... Lehm- und Dreckblock-Scheiß. So rum. Mit dem vorderen, den können wir einfach mit der Spitzhacke erlegen und den hinteren, den nicht, den müssen wir uns jetzt für umdrehen und zwar jetzt. Ja, und da haben sie mich wieder erlegt. Egal, wir haben jetzt mal wieder ein bisschen was an Erz gewonnen. Das Geld hier hinten ist ja nicht verloren. So kriegen wir den Tag auch rum, wenn wir hier 100.000 mal hinrennen. Was macht er denn schon wieder da draußen? So, Chanel stapeln. Hier haben wir noch mehr davon. Das kann mal so hin. Todeskraut, was wir hier nicht alles haben. Meine Fresse. Reinigungspulver, da können wir eigentlich mal gegen anarbeiten bei der Verderbnis hinten, damit wir die ein bisschen weniger vielleicht kriegen. Aber das Zeug ist so teuer momentan noch. Wir haben nicht wirklich eine Möglichkeit, viel an Geld zu kommen gerade. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Flammenpfeile. Hier haben wir noch eine Fackel. Glibber haben wir auch noch. Dann machen wir uns jetzt noch wieder ein paar Fackeln fertig. So, und dann machen wir uns noch mehr Flammenpfeile fertig. Sehr schön. So, jetzt haben wir 300, 438 Flammenpfeile und noch 13 Holzpfeile dazu. Das könnte auch noch ruhig ein bisschen mehr werden. So, wo haben wir da? Da oben haben wir die normalen Pfeile. Da machen wir uns jetzt auch noch ein paar. Sekunde, die möchte ich einmal so. Und dann mache ich mir jetzt einen vollen Stack normale Pfeile fertig. Und da unten ist noch ein angebrochener Stack. So, und dann machen wir uns hier noch mehr fertig. Soll ja keiner sagen, dass wir hier nicht gleich vorbereitet auf Skeletron losgehen. Okay, sind wir zwar nicht, aber wir können zumindest so tun, als wären wir es. So, jetzt möchte ich noch ein paar Slimes erlegen. Hier drüben werde ich weniger welche finden. Denn dann werden die hier nämlich irgendwo sein. Im normalen Gebiet. Da ist der alte Mann. Slimies, wo seid ihr? Kommt zu mir, ich will euch doch nur töten oder so. Du kannst mir auch gerade mal die Füße fassen hier, mein Bester. Hallo, Seelenfresser. Ist der mir doch glatt abgehauen. Machen wir das mal so. Ich hoffe nur, dass ich den Skeletron wirklich gleich erlegt kriege, sonst wäre das allmählich schon fast eine peinliche Leistung von mir hier, obwohl der Typ hat das wirklich in sich. Habe ich in meinem anderen Spielstand habe ich auch schon ewig gebraucht, ihn zu erlegen. Da habe ich ehrlich gesagt immer nur auf den Kopf geballert. Naja. Da hatte ich auch bessere Ausrüstung. Krieg die Sau nicht hier. Komm her hier. Machen wir das mal so. Lieber noch ein paar mehr Slimes. Lecker Harpunen hier. So. Da unten ist ja noch eine Truhe. Habe ich mir die schon gegönnt? Ich glaube nämlich nicht. Da hat es den Schlinger gerade verschlungen. So, nehmen wir ihn mal raus. Dann kommen wir hier nämlich schön runter. Dann gucken wir mal, was hier jetzt so drin ist.
Eisenbahn, Granaten. Wir haben Granaten. Sehr schön. Schwacher Heiltrank. Den können wir auch noch einpacken. Fackeln brauche ich sowieso. Ich frage mich gerade, warum ich das Ding hier... 10 Fernkampfschaden? Dämonisch. Okay. Minus 11 Tempo, plus 11 Schaden. Schwacher Rückstoß. Extrem langsam. Aber warum das Ding jetzt so mächtig sein soll? Da bleibe ich doch lieber bei dem Dämonischen. Eisenbarren nehmen wir auch mit. Machen wir das Ganze mal so. Das Blasrohr ist ideal, um diesen Scheiß hier wegzukriegen überall. Oder gegen... Als Fernkampfwaffe gegen Slimes auch sehr gern gesehen. Genau, fall du da mal runter. Das hast du nur davon. So, wir haben auch schon Mittag. Guck mal hier rüber. Ja, genau du. Die fliegen sogar ballistisch, wie man sie gerade sehen kann hier. Die machen so einen kleinen... So einen kleinen Bogen macht die Saat, während... Die hier nicht ballistisch fliegen. Die fliegen geradeaus, wie es aussieht. Ja, ja. Oh, da sind lila Slimes und grüne Slimes. Oh, da ist die ganze Slime-Familie. Sterbt, ihr Mistviecher. Ich denke gerade, da kommt noch ein gelber Schleim angeflogen, aber das ist unsere Lichtkugel. Heieiei, da ist noch ein blauer. Eigentlich wollte ich heute schön eine Runde Radfahren draußen, aber das Wetter ist ideal, aber ich muss aufnehmen, sonst habe ich keine Folgen mehr. Naja, man kann nicht alles haben. Zumindest zur Arbeit fahre ich jetzt jeden Morgen mit dem Rad. Das ist hier gleich um die Ecke, da bin ich 10 Minuten unterwegs mit Zwischenstopp beim Bäcker schon. Also das ist echt nicht weit. So. Wenn ihr auswählen könntet, ob ihr lieber im Sommer mit dem Auto zur Rad... Auto zur Arbeit oder zur Schule oder mit dem Rad wollt. Was würdet ihr da nehmen? Wenn das zeitlich kein großer Unterschied ist. Würdet ihr lieber mit dem Rad unterwegs sein oder lieber faul mit dem Auto fahren? Also ich bin da eher so der Fahrradtyp, muss ich sagen. Das macht weit mehr Spaß, vor allem weil ich kein Auto habe. Das braucht man hier in Lübeck einfach nicht. Das ist... Hier ist alles dicht beisammen irgendwo in Lübeck. Da, weiß nicht, Bank ist hier um die Ecke, einkaufen kann man, ich bin schnell in der Innenstadt. Mit dem Bus kommt man auch überall hin, also da komme ich günstiger weg, wenn ich mit dem Rad und mit dem Bus fahre, als wenn ich hier mir noch großartig ein Auto leisten würde. Das lohnt sich hier einfach nicht in Lübeck. Da bin ich ein großer Fan von dieser, ein großer Verfechter dieser Theorie, dass Autos in Großstädten eigentlich, naja, so in mittelgroßen Großstädten wie Lübeck, eigentlich sind Autos Schwachsinn, möchte ich fast sagen. Dann lieber Bus fahren, Rad fahren, das macht wesentlich mehr Sinn. Gut, wenn man jetzt kein Rad fahren kann, aus irgendwelchen medizinischen Gründen, weil man, keine Ahnung, ein Bein zu wenig hat oder ein Radfahren nicht, einfach nicht möglich ist, aus irgendwelchen Gründen, die einen dann selber betreffen und nicht die Umgebung, dann sei das ja mal dahingestellt, aber naja, ich bin da sowieso dafür, dass die Leute mehr Rad fahren sollten. Kloppen wir mal die Bäume erstmal weg hier. Es wird auch schon wieder Abend. Er säuft jetzt da unten gerade irgendwie so ein bisschen. Zack. Da ist noch ein Slime. Ja, in dem Moment hüpft er natürlich hoch. Und ich schieße auch noch drunter weg. Das kann ich noch nicht mal auf den Slime schieben, dass ich gerade da voll daneben geschossen habe. So, schnell stapeln. Oh, schon wieder fast ein Gold zusammen hier. Mensch, Mensch. Ist ja mal Hammer. So, wieder ein paar Fackeln machen. Und dann können wir noch ein paar Flammenpfeile jetzt wieder dazulegen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Naja, hätte mehr sein können, aber was soll's. So, damit hätten wir das schon mal erledigt. Und wir können uns darauf freuen, dass wir uns gleich wieder der Typ seine Arme um den Hals legen will hier, um uns fertig zu machen. Ich muss noch irgendwas loswerden hier, verdammt. Ich habe noch 40 Holzklappen, die möchte ich hier noch anbauen irgendwo. Ich würde sagen, hier drüben macht das irgendwo Sinn. Machen wir das mal mit 7. Geht das jetzt hier erstmal weiter.
machen wir das mal, dass wir den Baum hier oben nur abnehmen. Man kann diese Bäume nämlich auch teilweise nur fällen. Wie man jetzt hier gerade sehr schön gesehen hat. So. Der Goblin-Ingenieur, der will da unten schon wieder nach Hause, weil es gerade duster wird wohl schon für ihn. Keine Ahnung.